Hallo, hier ist der Christoph von Schnauz58 und ich möchte euch heute mal ein paar Kocher vorstellen. Da hätten wir zum ersten den Trangia-Triangel, ein recht teures Teil, aber sehr platzsparend zusammenzubauen und von der Brenndauer und Brennleistung durchaus ausreichend. Zum Zweiten haben wir hier von Miltec den Spider, ein viel gescholtenes Teil, aber ich bin sehr zufrieden mit ihm. Als Notkocher optimal. Mit Piezozündung. Als Notkocher nicht zu verachten und mit einem Preis von 15 Euro recht billig. Den von mir am meisten benutzten Kocher ist der Primus. Er hat einen sehr tiefen Stand mit den drei Füßen auch super gerade zu stellen, auch mit Piezozündung und eine unheimliche Entwicklung. Ich benutze ihn schon mehrere Jahre und bin sehr zufrieden mit ihm. Jetzt ein neues Teil von Esbit, ein Spirituskocher oder auch für Brennstoff, für Trockenbrennstoff geeignet. Habe ich gestern erst bekommen, bestehend aus einem Untergestell von Esbit, ein Spiritusbrenner, ein Kochtopf mit Klappgriffen und ein Deckel oder kleine Pfanne, auch mit Klappgriffen. Er hat an der Seite eine Skala und einen kleinen Ausguss, was ein Vorteil ist. Wie der sich jetzt beim Kochen verhält, kann ich noch nicht sagen, da ich ihn noch gar nicht ausprobiert habe. Aber das werde ich diese Woche noch tun. Jo Männer, über meine Hobokocher mache ich ein extra Video. Das wäre es mal gewesen. Tschüss.